Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. So, hier bin ich vor dem Oscar-Romero-Haus in Luzern und denke hier über eine ganz besondere Sache nach, nämlich die Jünger, die Freunde Jesu. Wie kam Jesus eigentlich darauf, diese Leute zusammenzustellen und sie einer derartigen Spannung auszusetzen? Man denke nur an Matthäus den Zöllner und Simon den Zelot. Die Zeloten hatten sich geschworen, jeden Zöllner, jeden Kollaborateur sofort zu massakrieren, umzubringen, wo sie ihm begegneten. Und Jesus hat meines Wissens nie mit ihnen darüber geredet, hat keinem der beiden aufgezeigt, welche Meinung nur falsch sei und welche richtig sei, sondern hat ihnen gesagt, ich habe euch gerufen, ihr habt eine Beziehung zu mir, seid meine Freunde und ich mute euch zu, diese Spannung auszuhalten. Ihr sollt euch nicht darum kümmern, wer richtig oder falsch liegt oder dem anderen das beibringen, ihr sollt nicht richten, sondern ihr sollt retten. Und ihr rettet, wenn ihr meine Freunde seid und mit mir zusammen diese Welt gestaltet und auf Rettungstour mit mir geht, auf Liebestour mit mir geht. Und das finde ich eine sehr spannende Geschichte, der ich weiter nachgehen möchte. Ich möchte gerne herausfinden, wie das funktionieren kann, dass Menschen mit unterschiedlichen Glaubensauffassungen nebeneinander in der Liebe Jesu Freunde sein können, ohne sich gegenseitig zu richten, sondern sich gegenseitig durch Liebe zu retten. So, vielleicht macht ihr euch mit mir auf den Weg und lasst uns gemeinsam das herausfinden und in dieser Weise Jesus nachfolgen und das ausleben und in die Welt hineinleben, was er uns vorgemacht hat. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.